Wisst ihr, was das hier ist? Das hier ist eine Ankh-Moderation. Lachen aus dem Rollstuhl. Unsere Berichterstattung zur GC 2005 geht weiter. Wie schon zur Games Convention 2004 gab es auch dieses Mal neue Infos zu den Fortsetzungen von Runaway und Tony Tuck. Neben DDP hat sich jetzt mit BAV allerdings noch ein weiteres Label eingeschaltet, das für Nachschub im Genre sorgen soll. Aber seht selbst in unserem zweiten Teil der diesjährigen GC Videoreportage. Nach Sherlock Holmes und das Geheimnis des silbernen Ohrrings greift DDP mit den 80 Tagen um die Welt ein weiteres Mal nach einer dicken literarischen Lizenz. Die Jules Verne-Vorlage bietet alles, was für ein Adventure nötig ist. Eine ebenso spannende wie unterhaltsame Story, viele unterschiedliche Charaktere und freien Raum für ein interessantes Rätseldesign. Doch nachdem Frogwares bisher ausschließlich klassische Point-and-Click-Adventures entwickelte, sollen nun genreübergreifende Elemente das Segment des Abenteuerspiels kreativ bereichern. Neben den typischen Rätseln und Dialogen wird es im Spielverlauf auch Geschicklichkeitseinlagen und Erkundungsmöglichkeiten geben. Das Spiel zeigt sich in vollständiger 3D-Optik und wird mit den vielen unterschiedlichen Ländern, die es zu bereisen gilt, und den rund 100 NPCs unzählige Interaktionsmöglichkeiten bieten. Die Reise um die Welt soll bereits Ende diesen Jahres losgehen. Sequel zum klassischen Comic-Abenteuer rund um den Möchtegern-Detektiv und Klugscheißer Tony Tuff versetzt uns ins New Mexico in den 50er Jahren. Der kleine Tony ist gerade mal so alt geworden, dass er sich die Schnürsenkel selber zukleben kann und will sich nun an seinen ersten großen Fall als Privatdetektiv machen. In seinem kleinen Städtchen ist nämlich kürzlich eine alte Dame verstorben und deren Hausmädchen spurlos verschwunden. Der junge Tony fühlt sich dazu verpflichtet, einen mysteriösen Fall rund um abgestürzte UFOs und lila Hunde zu lösen, in dem, wie schon im Vorgänger, der schwarze Humor nicht zu kurz kommen dürfte. In einem wunderbar ästhetischen Art-Deco-Stil wird sich die Fortsetzung grafisch deutlich von dem Cartoon-Look seines Vorgängers abheben. Tony und alle anderen Spielfiguren sind nämlich nun sogar vollständig in die dritte Dimension gerutscht. Und Ende des Jahres soll man sich dann endlich in ebenso infantile wie aufregende Ermittlungsarbeit stürzen können. Nachdem Runaway für neuen Aufschwung im Genre gesorgt hat, ist das Sequel zu Brian Beskos Abenteuer wohl eines der lang erwartetsten Adventure-Spiele überhaupt. Ende des Jahres soll es nun endlich soweit sein. Brian stürzt sich zusammen mit der knackigen brünetten Gina in neue, mitreißende Abenteuer, die ihn rund um den Globus führen werden. Viel zur Story ist bisher noch nicht bekannt. Brian und Gina sind jetzt jedenfalls ein Pärchen. Was es umso schwieriger für Brian machen wird, dass seine langbeinige Liebe ein weiteres Mal verschwindet und er sich abermals auf die Suche nach ihr begeben muss.
Nach einer nervenaufreibenden Intro-Sequenz steht Brian dann auch wieder einmal ziemlich dick im Schlamm. Nach einem Flugzeugabsturz im tiefsten Dschungel gilt es nun nämlich, einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden. Wie schon sein Vorgänger zeigt sich Runaway 2 in typischer Cartoon-Grafik, wobei nun wohl beinahe der grafische Höhepunkt der Comic Adventures erreicht sein dürfte. Nur ein genauer Release-Termin wurde bisher immer noch nicht bekannt gegeben. Mit Ankh kommt wieder einmal ein klassisches Adventure-Spiel aus deutschem Hause. Zusammen mit den beratend zur Seite stehenden ehemaligen Mitarbeitern von LucasArts will das Entwicklerstudio Deck 13 der Adventure-Gemeinde ein weiteres Mal ein Point-and-Click-Cartoon-Adventure mit viel frechem Humor und charmanten Charakteren bieten. Das erste Mal in einem Comic-Adventure verschlägt es hier die Spieler auch ausschließlich ins alte Ägypten. In der Rolle von Asil gelingt es uns irgendwie, eine heimliche Party aufzuziehen und durch ein unglaubliches Missgeschick einen bösen Fluch aufgehalst zu bekommen. Natürlich ist es da jetzt unsere Aufgabe, diesen durch viele LucasArts typische Rätsel und Dialoge wieder von uns abzustreifen. In Ankh greift Entwickler Deck 13 bewusst auf die alten Dogmen der LucasArts Adventures zurück. Um den Abenteuerspielern ein vielleicht letztes Mal ein Spiel im konventionellen Stil anzubieten. Schon ab nächsten Monat werden wir Asil aus der Patsche helfen können. Und wenn euch Ankh noch nicht genug ist, dann könnt ihr euch bald schon auf eine neue Ankündigung seitens Deck 13 freuen. Wie die Entwickler uns unter vier Augen auf der GC nämlich geflüstert haben, sei ein weiteres Spiel namens Jack Keen bereits in der Planungsphase. In einer kleinen Introsequenz erhielten wir Einblick in neue Abenteuer in der Kolonialzeit. Rund um einen Bösewicht mit dem Namen Der Doktor, der durch tragische Verwechslungen unserem Möchtegern James Bond an den Kragen möchte. Wir hoffen jedenfalls, bald noch Näheres dazu in Erfahrung zu bringen. Im nächsten Teil bieten wir euch einen kleinen Einblick in die Titel, die in den nächsten Monaten bereits die Charts stürmen sollen. Außerdem gibt es knackige Informationen rund um Overclocked und nur bei uns exklusives Videomaterial zum Debüttitel Metronom vom schwedischen Entwickler Team Tarsé. Also bleibt dran und schaut auch das nächste Mal wieder rein.